Herkules gilt als Tugendheld, ausgezeichnet durch mentale und körperliche Stärke. Dichter und Gelehrte wie Ovid, Boccaccio und Erasmus erzählten und interpretierten die Taten und das Leben des Heroen. Eine Reihe dieser Geschichten stellt der Künstler Gabriel Salmon in seinem außergewöhnlichen Herkules-Zyklus dar. Von insgesamt 12 Blättern sind 8 hier zu sehen. Eines davon zeigt Antaios, den unbezwingbaren Sohn des Meeresgottes Poseidon und der Göttin der Erde Gaia. Er fordert jeden, dem er begegnet, zum tödlichen Kampf heraus, darunter auch Herkules. Es ist ein ungleicher Kampf, da der Riese Antaios immer wieder neue Kraft aus der Erde schöpft, sobald er sie berührt. Herkules erkennt während des Zweikampfes, dass die Stärke des Riesen von seiner Mutter, der Erdgöttin Gaia, kommt. Er hebt Antaios daher hoch und erwürgt ihn. Ohne Bodenhaftung ist der Riese seiner Kraft beraubt. Herkules findet schließlich sein eigenes tragisches Ende auf dem Scheiterhaufen. Die Königstochter Deianeira gibt ihm aus Eifersucht ein mit giftigem Blut getränktes Hemd, das Herkules schreckliche Schmerzen zufügt. Eingehüllt in dieses vergiftete Hemd verbrennt er sich und seine Waffen in einem lodernden Feuer, wie es das Orakel vorausgesagt hatte. Doch dann wird Herkules aus den Flammen in den Olymp entrückt. Dort erlangt er Unsterblichkeit und heiratet Hebe, die Göttin der Jugend.